Achso, die könnten wir auch nochmal eben hier. Warte, die. Ja, wir haben noch genug Metallbarren. Haben wir auch noch Metallbarren angestellt, dass die hier noch. Das war oben drauf, ne? Können wir auch nochmal was anstellen? Vielleicht mal so 200 Stück. Oh. Wer macht sowas? Achso, wir könnten auch mal gucken, wegen. Ich bin dumm. Das haben wir hier nicht gebaut. Wegen der besseren Pelzsphären. Aber das habe ich hier, glaube ich, noch nicht gebaut. Ja, egal. Wir machen jetzt erstmal ganz kurz den Wasserfallputz. Das war nämlich der da. Das ist halt viel näher vom Reisepunkt. Aber wir können nicht reiten. Das ist auch blöd. Nach da. Wer ist böse mit uns? Relaxaurus, warum? Ich habe dir gar nichts getan. Warum sind die auf einmal so aggro mit mir? Finde ich nicht nett. Finde ich echt nicht nett. Boah. Kleiner Penner. Oi, oi. Jetzt wird schon wieder Nacht, ne? Ich meine, da unten in der Höhle ist sowieso alles dunkel. Aber... trotzdem, warum wird schon wieder Nacht? Wie ist denn der Tag schon wieder so schnell vorbeigegangen? Kann der jetzt mal bitte da drinnen bleiben? So ist aber ganz gut, wenn wir halt instant werfen in dem Moment, wo er rauskommt. Okay, aber der bleibt drin. Na doch. Dann greift er uns gar nicht an. Das ist gut zu wissen. Ich hoffe, dass auch andere... langsam genug mit dem Angreifen sind. Oh, oh. Nicht ertrinken, bitte. Dass wir das vielleicht mal austesten könnten. Schaffe ich sie jetzt nicht raus, weil ich nicht mehr springen kann? Oh, oh, wir kriegen schon Schaden. Oh, warte, wir müssen mal schnell irgendwas machen, bitte. Sehr gut. Wären wir halt einfach gestorben. Wir wären einfach ertrunken. Gut, dass wir irgendeinen Reitemount dabei haben. Ja, okay. Ja, der war, glaube ich, vor dem großen, vor der großen Mauer am Strand. Ich weiß gar nicht mehr, wo die große Mauer war. Diese hier. Ach so, hier könnte sein, ne? Irgendwo hier? Oder wo waren wir denn noch? Oder hier? Ne, hier oben. Oder? Oh, ich weiß es echt nicht mehr. Ich weiß es echt nicht mehr. Aber wir werden das sicherlich nochmal rausfinden. Also ich weiß halt nicht, ob der auch wirklich immer da ist. Ne? Der chillte da ja so am Strand. Es gibt ja auch direkt am Startpunkt, gibt es ja auch diesen einen, der einen so begrüßt hat, wo man ganz am Anfang, jawohl, ist auf jeden Fall wieder da, das ist schon mal gut. Wie mir hier jetzt einfach zu kalt ist, ne? Wir ziehen mal wieder die Metallrüstung an. Wo ist denn der Kopf? Ich sehe ja wirklich nicht mal den Kopf. Ist das da der Kopf? Ja, sah so aus. Das Gute an ihm ist, er macht auf jeden Fall auch gleich mit Licht. Das ist schon mal sehr, sehr nützlich. Aber er, ne, das müssen wir bedenken, dass er den halt auch in Flammen setzt. Wenn wir ihn fangen wollen. Oh, der ist ja gleich tot. Oh, oh. Jetzt habe ich halt irgendeinen Lowy genommen. Warte mal, Lupo, mach mal du bitte. Der halt einfach gleich tot ist. Ist ja jetzt nicht so nice. Ich dachte, das war der Stark. Die sind wahrscheinlich beide stark, aber sterben halt einfach schnell, weil der stark ist hier. Der Kleine hier. Der Flinke. Oi, oi, ich sehe nichts. Er ist einfach so finster.
hier buggy? Stark? Ist hier alles buggy, ne? Weil das so eine komische Höhle hier ist. Mach das nicht mit mir. Nimm die grünen Sachen weg von mir. Und der ist auch gleich... Uiui, gleich tot. Wo klettern wir jetzt schon wieder hoch? Ich sehe nichts. Zwei Headshots müssten noch gehen. Uiui. Das war kein richtiger Headshot. Aber wir müssen nachladen. Das war mein Schild. Shit. Ich sehe halt einfach nichts mehr. Ich muss die Fackel nehmen. Oh, hat er den grünen Kram noch gemacht? Prozent ist halt eigentlich mehr, als ich dachte, ne? Aber, also lower kriegen wir ihn, glaube ich, nicht. 8 Schaden mit irgendwas können wir vielleicht mit einer Spitzhacke oder einer Axt oder so könnten wir das schaffen. Aber sonst bringen wir ihn wahrscheinlich eher wieder um. Also ich meine, ich werfe jetzt hier noch ein paar Bälle. Wir versuchen das so. Zur Not müssen wir gleich nochmal die grünen testen. Aber ich mag die blauen sehr gerne. Und vor allem sind die günstig herzustellen. Und ich kann einfach auch ein Mast davon produzieren. Hallo, lauf doch mal nicht so viel weg. Immer wenn ich werfe, sehe ich doch nichts, weil es hier dunkel ist in deiner kleinen Höhle. Der hat halt selber nicht mal Licht. Ich verstehe gar nicht, warum er in so einer dunklen Höhle sein will. Und er ist auf jeden Fall schnell genug mit dem Angriff, dass er uns zwischendurch auch nochmal hitten würde, wenn wir nicht gleich ausweichen würden. Eieiei. Uiui. Aber es klappt ganz gut so, ne? Also ich meine, wir schaffen es noch nicht, ihn zu fangen, aber mit dem Ausweichen, das klappt im Moment ganz gut. Uiui. Vielleicht glaube ich, gehe irgendwo gegen so einen Felsen oder so. Weil ich nicht sehe. Und einfach nur zur Seite strive. Komm mal bitte wieder weiter rein, sonst backst du deine Wand. Ich ahne das doch schon. So, da gefällt mir ganz gut. Da können wir noch ein paar Bälle werfen. Ah. Mann, ich will ihn fangen. Wenn wir direkt dicht dran stehen und gleich werfen, dann sind wir dicht genug und er wird schnell genug vom Ball getroffen, als dass er uns angreifen könnte. Das sage ich jetzt bestimmt und kriege gleich einen fetten Hit in die Fresse. Jawohl! Sehr cool, der ist 25, das ist halt auch echt schon hoch, ne? Wo geht's denn jetzt hier raus? War das da? Ist das da der Ausgang? Nee. Wo ist denn der Kack-Ausgang? Gar keine Orientierung mehr da. wir haben ihn gefangen. Kurz vor der Lava war das mit dem Strand. Ja, ich gucke gleich mal, ob wir das finden. Ich gucke erstmal gleich noch. Also erstmal gucken wir uns natürlich den neuen Fang an. Und dann gucke ich mal ganz kurz, ob wir noch Bosse haben, die wir mit abfarmen können, dass wir diese antiken Teile bekommen. Weil dann brauche ich mich nicht immer so knauserig anzustellen, wenn wir irgendwelche Sachen bauen und reparieren wollen. Die brauchen. Denn wenn man die halt einfach safe von jedem Kill oder Fang von einem Boss bekommt, dann ist es halt super easy. Dann ist es super, super easy. Easy. Dann kann man das halt abfarmen. Ich meine, die haben immer eine Respawn-Zeit, aber es gibt so viele. Und je höher wir kommen, desto mehr können wir auch abfarmen, weil die dann halt auch einfach mit den Pelz leicht sind. Dann Lager. Oh ja, hier sind Wilderer. Lasst mich mal alle in Ruhe, bitte. Hört mal auf mich zu schießen. Ah.
Ah, stürzen wir gleich ab. Geht noch. Und vor allem wird es einfacher zu farmen, wenn wir von jedem, den wir so machen, wenn wir davon 10 Stück haben, weil wir sie dann einfach killen können. Dann gibt es halt nicht mal mehr einen Grund, sie zu fangen. Dann können wir sie halt einfach killen. Und das wäre halt schon ziemlich nice. Weil dann geht es viel schneller. Dann muss ich halt nicht vorsichtig sein. Oh no, jetzt sind wir noch zu niedrig. Und der Relaxaurus greift mich doch gleich an. Nein! Doch nicht Reboni, bist du blöd? Du solltest die Kackwilderer machen. Sind beide Ribonis tot? Na toll. Von 3 Stück wollte ich 1 fangen und wir kriegen einfach gar keinen und wir kriegen halt auch nicht mal Relaxhaus, weil ich da auch zu langsam bin. Na toll. Toll. Wehe, die haben da jetzt nicht wenigstens irgendwas Cooles gefangen, was ich denen klauen kann. Dann bin ich ein bisschen beleidigt. Wir essen mal nochmal eben was. Wir müssen auch nächstes Mal Essen mitbringen. Aus der Basis. Voila. Manchmal geht meine Leertaste nicht so richtig. Dankeschön. So, warte. Ich will welche von euch fangen. Ich brauche euch noch. Ich weiß das. Ja. Nicht töten. Warum tötet ihr die immer? Was ist falsch mit euch? Ihr sollt die doch auffangen. Ey, machst du? Lauf nicht um mich rum. Er verarscht mich. Ich sag's euch. Boah, und er haut mich direkt in die Fresse. Es kann doch nicht sein, dass der mehr Bälle braucht als so einer, der nur 6% hat. Na, geht doch. So, Loop Moon, mach mal bitte. Da hinten ist noch so ein kackiger, so einer. Lass doch mal den Relaxaurus in Ruhe. Ich glaube, Relaxaurus ist auch schon tot. Uiui. Hey, wieso habe ich den denn nicht getroffen? Nicht erschießen. Lukmoon ist gleich tot. Das ist ja mal gar nicht so gut. Okay. Da lebt nur noch einer. Und er kriegt jetzt in die Fresse. Okay, jetzt darfst du hier ausruhen. Hast du gut gemacht? Und ich habe nicht mal gesehen, was es hier in dem Käfig gibt. Oh wow, so ein tolles Viech. Na, ich freue mich. Das ist ja klasse. Nicht. So, hast du hochwertiges Perlöl für mich? Nicht mal das. Nicht mal das. Er verschwindet einfach. Ist auch. Wo kommt er denn her? Noch eine. Oh, dieses Hochgekletter kotzt mich manchmal richtig an, ne? Siehst du das? Oh.
Das ging irgendwie schneller als gedacht. Toll. Naja, gut, dann eben den auch nicht. Wir gucken uns mal den an. Der ist Level 30, das ist richtig hart, aber... vielleicht schaffen wir es, den wenigstens zu töten. Ich glaube, fangen wird auf jeden Fall mit Blau und Grün schwierig. Wir müssen ja ganz woanders hin. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir es schaffen, den zu töten. Ich meine, dann haben wir ihn immer noch nicht gefangen und fangen wir mir wesentlich lieber. Vielleicht probieren wir es mal mit... Ja, genau in dem Moment musst du dich bücken, das ist klar. Ja, jetzt schießt er sogar auch noch auf uns. Ja. Wir backen den auch gerade nach oben, ne? Okay. Da irgendwo soll er sein. Er muss ja aussehen wie die Grünen, nur eben nicht grün. Ist wieder einer, der 700 Bälle braucht. Sieht ja fast so aus. Ach, das ging schnell. Und wo ist denn der jetzt hier, der Bronn? Wie hieß der? Bronn Cherry Aqua. Ist ja auch irgendwo unten drin, in so einer Höhle oder sowas? Oh. Eine Höhle, die ich nicht sehe oder so. Da sieht es auf jeden Fall aus, als würde es noch weit nach unten gehen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob wir von da unten hier irgendwo wieder reinlaufen können. So höhlenmäßig halt. Oder ob der halt einfach auch nur irgendwo rumrennt. Das kann natürlich auch sein. Direhau. Das sieht mir jetzt hier nicht so höhlig aus, muss ich sagen. Oder ist das da eine Höhle? Das ist eine Höhle, ne? Serpent, davon haben wir einen, ne? Aber einer reicht nicht. Oh, daneben. Oh, ja, ich hab nachgeladen. Daneben, was denn los? Körpertreffer machen hat auch ganz gut Schaden, aber Kopf bestimmt mehr. Ja, wusste ich. Uiui. Oh, 16%, das geht doch noch. Das geht doch noch. Ich bin echt gespannt auf diesen Ron Cherry Aqua gleich. Sehr schön. Ob wir den gut schaffen oder ob wir den töten müssen. Wir haben erst das zweite Serpent. Da müssen wir also auch noch 8 Stück von fangen. Welches Level sind wir jetzt? 32. Ist halt irgendwie auch noch nicht so hoch, ne? Ich meine, wenn es bis 50 geht, wir haben über die Hälfte geschafft. Wir sind schon weiter als bei WoW, aber... aber wollte ich sagen... Laden wir bitte erst nach. Wir könnten schneller sein. Wenn wir halt einfach immer die richtigen fangen würden, beziehungsweise von allen, die wir sehen, die wir noch nicht haben, wenigstens die 10, dass wir die so konstant mal irgendwie nacheinander dann durchfangen. Wir könnten ja quasi einfach auf Fangreise gehen. Dann wären wir, glaube ich, schon viel weiter. Wobei wir noch echt viel vor uns haben. Und ich glaube, das Fangen wird auch wesentlich leichter, wenn wir denn dann mal... bessere Bälle haben. Das wird noch dauern. Das wird ja noch so lange dauern. Wir fangen mal bitte mit Loop Moon an. Ich weiß halt gar nicht, wie stark der ist.
Also wie man erstmal ungefähr 0 Schaden. Also jedenfalls nicht so viel. Loop Moon kriegt auch Fett auf die Schnauze. Oh, das war daneben. Huch! Was macht der denn hier? Legt der hier Bomben hin? 40er Kopftreffer, der macht doch gleich irgendeinen AOE-Kran neben ihm, ne? Ah, nicht doch. Der rumpelt mich an oder so. Da ist eine Kiste sogar. Eine versteckte Kiste. Oder halt auch nicht so versteckt. Ich meine, das ist schon irgendwie offensichtlich, ne? Hör auf, mich anzuspringen! Boah! Was macht der denn? Stimmt, den Charge haben wir bei dem anderen auch schon mal gesehen, ne? Hey! Aber läuft ganz gut, würde ich mal einfach so behaupten. Uiui. Gleich ist Lumo tot. Ich ahne es schon. Aber es ist auch kacke, wenn er hier den in Brand steckt, ne? Das wäre auch schon ein bisschen doof. Oh no, mein ganzes Ding kriegt die ab. Und wir haben halt erstmal die Hälfte nur, ne? Das ist halt auch noch nicht mal so richtig viel. Und Blaze Hall ist halt auch einfach schon halb tot. Macht meiner, glaube ich. Und ich glaube, wenn das meiner macht, kriege ich davon keinen Schaden, auch wenn das so ein AOE-Kram ist. Oh Mann, jetzt bewege ich doch nicht immer noch in der letzten Sekunde. Ich hasse dich. Oh nein, er ist tot. Aber das ist der nächst starke. Ich bin halt auch so dumm. Ich will nachladen und dann roll ich zur Seite. Du müsst ihn noch 20 Mal mit dem Bogen treffen, also hier mit der Armbrust. Und ich treffe ja schon einfach gar nicht mehr. Der rennt, ist halt auch einfach super dumm. Oh, lass mich. Lass mich hier weg. Was macht er? Auch will ich ihn halt einfach nicht treffen, ne? Sollte vielleicht. Er hätte mich gerade auf seinen Körper gehen, weißt du? Und dann chargt er zur Seite. Also wieder die Bomben. Uiui. Ich brauche mein Schild. Ich hätte den gerne behalten, bitte. Also ohne Scheiß, wir treffen ihn halt so oft nicht, ne? Wirklich, ich schieße ihm gleich einfach nur noch auf den Körper. Da treffen wir ihn wenigstens. Oh oh, noch einer tot. Der ist halt low, aber ich meine, er ist jetzt auch schon fast tot, ne? Wir sind ja schon ganz gut gekommen. Und es ist jetzt so ein bisschen die Frage. Entschuldige bitte, kannst du mir nicht weiter hinterherlaufen? Das wäre sehr toll. Ob wir überhaupt mit den blauen Wellen eine Chance haben. Ich meine, ich habe ja noch ein paar andere dabei. Der will mich gleich anchargen. Ich meine, ich bin ganz froh, dass er gerade nur mich fokust und mein Viech einfach Schaden machen kann. Aber so viel Schaden macht er gerade nicht. Ich glaube, der ist halt gerade in seinem Modus, dass er unbedingt diese eine Attacke erstmal auf mich drauf machen will, ne? Okay, er hat sie gemacht. Oi, oi, nein! Das ist halt echt schon mies. Ui, ui, ui. Also wir könnten noch einmal darauf schießen, wenn wir Pech haben. Wollte ich gerade sagen, dann machen wir aber mehr Schaden und dann ist er fast tot. Das wäre schon bitter.
Wir haben halt jetzt auch nur noch 41 von diesen. Also auch gar nicht mal so viele. Boah, mit was hat er mich denn jetzt noch gehittet? Das Wichtigste ist nur, dass er diese blauen Blubberdinger nicht mehr macht. Hey! Denn die machen echt fett Schaden. Und da kann ich halt nicht so gut ausweichen. Oh. Ich hätte ganz gern mein Schild wieder. Wie wir halt einfach sogar mit dem Grünen so schlechte Chancen haben, wie bei sonst normalen mit dem Blauen. Bitte bleib drin, bitte bleib drin! Noch drin! Ich habe bald keine Bälle mehr! Ich mag das gar nicht, dass wir davon nicht genug haben. Ja! Aber ich würde ihn schon gern fangen, jetzt wo er so auf 3 HP ist. Jawohl! Sehr nice! 4-mal antikes Bauteil. Voll gut. Ja, voll cool. Dann haben wir schon mal 2 nice neue Viecher, auch wenn wir ein paar Verluste... Okay, der Haarschmuck Bauplan 3.